Wir können glücklicherweise genau da weiterspielen, wo wir aufgehört haben. Das heißt, es wird wirklich zwischendurch gespeichert. Man kann manuell nicht speichern, aber es wird halt automatisch immer wieder abgespeichert. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ob ich theoretisch einen neuen Spielplan anlegen könnte. So ziemlich allen Spielen bis auf Unity, was wir gestern das Problem hatten. Aber hier haben wir ja zusammen angefangen, von dem her gar kein Problem. So, wir gehen mal direkt rein. Was sollen wir tun? Pfeifen. So lässt er die Lampe fallen. Es ist Zeit für die Ablenkung. Ja, Zeit für die Ablenkung. Ach, zielen und werfen. So, kriege ich meine Messer wieder? Ich habe zwei geworfen, so kriege ich nur eins wieder. Habe ich wieder zwei geworfen, kriege bestimmt wieder nur eins wieder. Ne? Jetzt kriege ich gar keins wieder. Also wir gehen langsam die Messer aus. Ich hätte ein Luftattentat machen können, ich weiß. Ich war zu schnell. Weil ich habe zu spät gebremst. Oder wie auch immer. Aber ich hab's vermasselt, ich weiß. Oh, ist da Loot versteckt? Nö. Okay. Oh, hey Kinnings. Ich verrate nichts. Wir sind doch keine Unmenschen, oder? Nee. So, kann ich mich an denen vorbeischleichen? Ich hätte doch oben rüber gehen sollen. Ich bin gerade nicht an den rangekommen, weil der Tote da zwischen uns stand. Ja, also lag. Wo steckt sie den Stock eigentlich hin? Na? Wo trägst du den, Mädel? Nee, nix pfeifen. Was haben wir denn da? Wir haben Rauchbomben. Alles andere können wir noch nicht aussuchen hier. Na okay. Donald nicht. Aber die Kiste nehmen wir mit. Die Kamera spielt ein bisschen verrückt, irgendwie. Die will mir aus irgendeinem Grund die ganze Zeit helfen und macht es eigentlich nur schlimmer. Riecht, als hätte Jacob gekocht.
So, und nun? Abkoppeln. Okay. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Genau. Wir sind ja zum Glück weit vor der Telefonverbindung, ne? Oder Funk. Oder Morsen. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Verschwinden die jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ja, die verschwinden da hinten. Okay. Moment, den können wir doch bestimmt. Nein. Oh. Ab wann kriegt man den? Jetzt. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den kriegen wir auch, oder? Verdammt, was war das? Wo ist ja. Der denn jetzt? Verdammt, was war das? Also, sie wissen, dass ich da bin. Also, wo ist sie denn jetzt hin? Aber trotzdem suchen sie nicht richtig nach mir. Oh, der hat sich natürlich in der Zeit umgedreht, ne? Ich mag die Finisher. Das ist. Ich finde das cool. Hat die Abwechslung, wenn er an der Hauswand steht, dass man dem Stock halt in den Arm werfen. Oder in die Hand? Ja, mag ich. Mag ich sehr. Oh. Was? Nein. Da stehen auch noch zwei. Das ist nicht so gut. Moment. Machen wir erstmal den hier weg. Der kommt jetzt da gucken. Die haben zum Glück nichts gemerkt. Okay, die kriegen wir nicht weg, ne? Können uns aber auch hier hinten dran stellen. Oh, da kommen beide. Ne, kommt nur einer. Okay. Das Kämpfen wirkt ein bisschen hektisch. Kleines bisschen. Gerade mit dem Stock ist es. Ja, das war bei ihm schöner gelöst, wie auch immer er heißt. Ja, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Wie viele sind denn das noch? Moment, der Typi da rechts ist auch rot. Okay. Da steht nur einer. Da oben. Oh, das Areal ist größer, als ich gedacht hätte. Es ist zwar nicht so ganz Open World. Moment, haben wir eine Karte? Oh, keine Karte. Oder es liegt daran, dass es quasi noch Tutorial ist. Moment, das können wir doch bestimmt irgendwie nutzen.
Moment, wieso haben die mich jetzt einfach so bemerkt? Das Ablenkungsmanöver hat super geklappt. Muss ich sagen. Einwandfrei. Das machen wir nie wieder. Moment, wieso? Ich muss da hoch. Wieso sagt mir das denn keiner? Na gut, dann gehen wir halt da hoch. Aber jetzt ist er natürlich weiter weggelaufen. Oh, jetzt hat er sie... Oh. Da hoch. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Ja, wie ihn sonst. Kann ich Sie an Ihre Verpflichtungen gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Richtig sympathisch. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Die Mission geht über alles. Assassinen sind stärker, wenn sie gefährliche Orte aus der Höhe infiltrieren. Okay, Eagle Vision haben wir eben schon gemacht. Hiding Spots and Useful Highlight in the White. Ja, haben wir schon gemerkt. Wir kriegen dann die volle Aufmerksamkeit. Ey, die habe ich alle weggemacht. So sind die wieder da. Das ist nicht fair. Und B für den Leap of Faith. Okay. So, komm mal her. Komm mal her. Das werde ich beenden. Die sind echt alle wieder da. Also wenn man nicht genau das tut, was das Spiel von einem will, dann werden die Gegner einfach respawned. Okay. Gemerkt. Wo müssen wir denn hin? Da geradeaus. Okay. Da haben wir 2 Gegner. Da lungert noch einer rum. Wir holen uns erstmal den einen da. Moment, stehen die da unter der Palette? Nee, stehen sie nicht. Also nicht beide. Einer davon ja.
Jetzt. Also wann man in der Ecke steht und wann nicht, das ist ein bisschen seltsam. Sie ist zwar sehr dynamisch, aber zum Spielen ein bisschen seltsam. So, wen haben wir denn hier noch? Oh, wir können hier runter. Der da schläft ein bisschen. Könnte uns, naja, wenn wir hier hochgehen, nicht mehr sehen. Ah, die da dafür. Die werden aber nicht auf der Minimap angezeigt. Das ist. Zwar ein bisschen fies, aber fair, würde ich sagen. Ja, war klar. Na, okay. Man muss ziemlich vorsichtig sein. Daneben. Moment, ich zeig dir gleich, was ich kann hier. Wie das wird, wenn das mal nicht Level 1 Gegner sind, sondern ein bisschen höher. Ob die dann anders kämpfen oder einfach mehr aushalten? Wir finden es raus. Boah, aber das sieht unbequem aus. Gesehen, was wir nicht gesehen haben. Das ist jetzt fast wieder schief gegangen. Also wirklich genau präzise Parcours oder Klettern. Das ja, wie in jedem Assassin's Creed, ne? Moment, wo können wir denn jetzt? Ach, da geht's die Treppe hoch, aber wir nehmen natürlich nicht die Treppe. So, wo sind wir denn? Ich hätte Smoke-Bombs verwenden sollen, ne? Okay. Ich mach's halt anders. Aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Grins. Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und... das losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Na, geht doch. Weg ist er. So,
Können wir noch die Wachen plündern? Naja, die sind wegteleportiert. Okay. So, haben wir neue Gegner hier? Oder ist diesmal nichts respawned? Na, draußen sind bestimmt welche. Ja. Okay. Mach keinen Wallhack mit der Eagle Vision. Das finde ich gut. Macht es zwar ein bisschen schwerer, aber das finde ich gut. Ach, die lassen wir mal weiterspielen. Die tun nichts. Da unten stehen welche, hier oben keiner. Wir müssen in den Untergrund und wo gehen wir hin? Aufs Dach. So, können die durchs Haus durch hier? Ja, können sie. Okay. Entry Points. Da ist was beim Zug. Ja, ich weiß, dass wir hier hin müssen. Hier oben ist auch noch was. Ah, eine Dachluke. Da gehen wir doch rein. Moment mal. Kill enemies with hanging barrels. Hanging barrels? Was sind hanging barrels und wo sind sie? Und wo sind meine Gegner? Irgendwie, da unten stromert auch noch einer rum. Okay. Halt. Ich habe ein bisschen Angst, irgendwo hin springen zu wollen. Was für ein Trottel. So. Hätten wir jetzt sowas wie den Seilpfeil aus dem dritten Teil, könnte man den hier nach oben hinhängen. Oh, da läuft ja noch einer rum. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz raus. Ich habe da gerade eine Idee. Ich könnte mich eigentlich in die Passage schleichen. Das ist es nicht wert. Na, die zwei da hinten, die sehen uns nicht. So, einen Moment. Willst du da bitte raufgehen? Genau. Was? Der hat in die andere Richtung geguckt. Brech dir die Knochen. Ich würde dich gerne aufsetzen. Gibt man sich so Mühe, ne? Dass mir nicht alle wegschnitzeln muss. Aber nein.
Also komplett durchschleichen ist in dem Spiel ziemlich schwer. Für mich. Für andere bestimmt nicht. Andere können hier bestimmt durchschleichen, ohne einmal gesehen zu werden. Aber für mich ist es ziemlich schwer. Oh, eine Loot-Truhe. Nehmen wir mit. Ah, Smoke-Bombs. Moment. Smoke-Bombs sind die mit Abstand mächtigste Waffe in Assassin's Creed-Spielen. Benutzen wir die doch ein bisschen. Da drüben stehen zwei, da steht einer. Da zum Drehkreuz beinahe gesagt. Wie nennt man das denn? Um die Loks umzudrehen. Also beim Lokschuppen. Was zum. Ach nö. Aha! Nein! Ah, der andere Typ lebt da ja noch. Smokebomb, ich sag's doch. Eine Bombe geworfen, drei Gegner tot. So, und ich habe gerade eine instabile Internetverbindung. Aber die sich gerade wieder stabilisiert. Apropos Internet, es gibt Neuigkeiten zum Glasfaser. Wie heißt es? Die ONT-Box wird nächste Woche installiert. Nach über 2 Jahren hin und her gedünst, telefonieren, vergessen worden, wird nicht geglaubt. Installation wird, also das Kabel an sich muss nochmal gesucht werden und installiert werden. Habe ich es jetzt bald soweit, dass nächste Woche Dienstag die ONT-Box installiert wird und dann kriegen wir Glasfaseranschluss. Es wird ein Fest. Endlich richtig schnelles Internet. Ups, da kommt einer. Jetzt wird er markiert. Zum Glück sind das keine Gegner. Also Gegner zu sehen, Gegner zu finden, das ist echt nicht so einfach. Man hat hier keinen Wallhack. Also, ich find's gut. Ich find's gut. Ich laufe zwar sehr viel in Gegner rein, aber ich find's trotzdem gut. Und jetzt müssen wir einfach hier wieder hoch. Da drüben steht auch noch einer. Er ist aber ein Arbeiter. Kriegen wir den da bitte markiert? Ich sehe den die ganze Zeit. Also Spiel. Danke. So, jetzt haben wir gleich wieder entdeckt. Das da ist eine Wache. Oder? Doch, es ist eine Wache. Auf der Minimap sieht man auch nur die Gegner, die man schon gesehen hat. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen.
hast mich noch gar nicht gesehen. Sonst willst du nicht mehr leben. Ja. Da ist er ja. Der Eingang zu Brewsters Labor. Das war ja einfach. Dann gehen wir doch rein. Haben wir einen Schlüssel? Zwischensequenz, gleich fangen sie uns. Labor. Es geht noch runter. Es ist ein Liftschacht, da könnte man runterklettern. Na, vielleicht auch nicht. Wenn dann der Lift runterkommt, ja, dann wird man Mus. Okay, hier darf ich gerade nicht frei rumklettern. Nee, ich komme hier nirgendwo drüber. Dann auf ins Labor. Und weiter geht's. Genau, und weiter geht's. Ich habe Skillpunkte gekriegt. Es gibt ein Skilltree. Earnings from unlocking perks, earn events and completing memories activities. Ja. Jede 1000 XP. Jacob und Eevee. Ah, Jacob und Eevee heißt hier. Ja. Jacob und Eevee. Skillpoint und spend new skills. Acquire skills to level up Jacob and Eevee and equip better key. Oh. Countershot. Was haben wir hier? Eagle Vision 1. Countershot könnte ich jetzt schon einsetzen. Hätte gut zu wissen. Oder doch nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Aber wir haben doch schon Luftattentate. Ach, ich soll jetzt dieses eine, das da soll ich nehmen. Also nicht das da, 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 nicht das da. Aber was können wir denn alles? Stun Attack, ja, haben wir. Multifinisher, haben wir glaube ich noch keinen gesehen. B zum Countern, Tool Combo. Aber man kann beim Angreifen Pistole einsetzen. Ah, okay, sehr schön, sehr schön. Whistle haben wir auch. Knockout. Ach so, einmal drauf tippen ist töten und lange drauf drücken ist ausnocken. Okay, Stealth Mode haben wir gesehen. Und das ist das Luftattentat. Okay. Double Assassination. Das hätte man vorhin gerade gebrauchen können. Das nehmen wir. Moment, wir haben ja noch mehr. Ah. Okay, Auto-Loot. Das klingt schon mal sehr gut. Und das hier. Lockpicking wird mir auch gefallen. Alright, send your next attack on my puts the target near death state. Ah, okay. Ey, das Spiel gefällt mir immer besser. Ja, Combo Loser. Hey, ich bin kein Fan von Combos. Mehr Leben. Oh, es gibt so viele schöne Sachen. Okay, jetzt gehen wir den Wallhack. Oh, wie viele haben wir denn? Zwei, ne? Das automatische Looten, das hätte ich gerne. Der Combo. Ich bin kein Fan von Combos. Ich weiß nicht, welches Spiel damit angefangen hat.
Und wieso man es dann mitgenommen hat, also es ist dann auch wieder verschwunden, auch aus den Assassin's Creed-Teilen, oh Leben, wir nehmen Leben mit. Mehr Leben schadet nie. So. Zurück. Und wir sind unsichtbar. Ah ne, da sind wir. Ja, Double Assassination. Ach, deswegen sollten wir es gerade mitnehmen, auf jeden Fall. Ach Leute, und wir haben gleich richtig gelootet. Haha, wir müssen sie nicht von Hand looten. Also die Wallhack Eagle Vision, das wird eins der nächsten. Es ist nämlich sehr, sehr praktisch, die Gegner durch die Wand hindurch Eagle Vision zu können, ne? Ah ja. Nein, beide! Och, grau. Ah, oh, dann können wir nicht mehr looten. Was ist denn der Würfel? Und wo ist der Würfel? Ach, das ist eine Kiste. Ah, das ist kein Würfel, das ist eine Kiste. Okay. Gut, gut. Durchflussrichtung. Le Pfeil. Ah, nee, ich will bestimmt nicht die Smoke Bomb so werfen. Moment, wie kommen wir zur Smoke Bomb? Einmal rechts, ne? Einmal links ist im Moment. Ne, zweimal links ist Messer. Einmal rechts ist Smoke Bomb. Ja. Im Kampf werde ich das wieder nicht wissen. Die Rauchbomben, Entschuldigung. Da, irgendwo da drüben auf unserer Höhe sind Gegner. Den wir aber gerade noch nicht sehen. Da drüben geht's raus. Nein, ich wollte nicht ins Wasser. Aber ist ja nichts passiert. So. Da hinten ist nochmal eine Truhe. Die holen wir uns auch. Da lang. Ah, okay. Auch recht. Edensplitter. Hören Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil sein. Sie haben Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Wir haben Tony Stark angeheuert. Bei Gott, und das Schwarzlicht wird es vollständig transparent. Dieses Volk hat Nerven. Ich sollte das Artefakt verhindern. Also wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee. Oh, sind hier viele Gegner? Sind
haben die Templer London endgültig in der Hand. Die Assassinen gehen unter und von Darwin bleibt nichts als eine verblasste Erinnerung. Diese Methode, die hat was. Wie eine Kanne Sauermilch, aber... Okay, nehmen wir erstmal die Kiste mit. Wir kommen hier nur rein, indem wir durch irgendeine der Türen gehen, ne? Also durch irgendeine der Eingänge. Die zwei da oben, die sind weg. Oder besser gesagt, unterwegs da oben. So, haben wir hier noch irgendwas? Ne. Versuchen mal hier nach oben zu kommen. So. Hier ist keiner mehr. Ja, Stromstärke erhöhen. Einfach immer Stromstärke erhöhen. Das ist immer gut. Wenn was nicht klappt, dann Stromstärke erhöhen. Ja, das ist es. Jetzt haben wir endlich etwas gefunden. Notieren Sie bitte auch die Veränderung der Helligkeit. Kommt der nah genug, dass wir den assassinieren können? Nein. Dreht er sich um? Nein. Sehr schön. Da nicht versucht zu schleichen. Ich wäre hängen geblieben, wäre entdeckt worden und ja, hätte mich wieder geärgert. Tot. Zwischensequenz. Kein Kampf. Sehr schön. Zeit, dich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Ein Templer, der an Gott glaubt? Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Ja, sollte es eigentlich besser wissen. Ein Templer-Wissenschaftler, der an Gott glaubt. Obwohl er genau weiß, was mit den Edensplittern ist. Also, seltsam irgendwie. So, müssen wir uns durchkämpfen oder werden wir teleportiert? Das war zu viel Stromstärke. Ein tolles Labor. Und weiter. Und weiter. Nichts passiert. Nein, da unten durch. Das war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Oh, Sachen zum Durchquetschen. Das ist übrigens der Grund, warum ich keine Horrorspiele spiele. Irgendwo durchquetschen, durchkriechen, wenn wir eh schon... Genau sowas. Zum Glück ist das kein Horrorspiel.
Okay, die Hanging Barrels. Keine Ahnung, was man damit meinte. Capes. Thrifty Cloak. Haben wir freigeschaltet. Ich muss eh noch gucken, wie man wieder in den Skilltree zurückkommt. Was war das für eine Explosion? Na. Welche Explosion? Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Perfekt. Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in... Ist der Edensplitter nicht gerade... Haben Sie noch einen? Ivy. Hab Geduld, Ivy. Hm? Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. Ah, jetzt kommt erstmal das Intro. Natürlich. Nach, ja, plus minus eine Stunde, na, anderthalb Stunden im Spiel. Kennen wir schon aus anderen Assassin's Creed Spielen. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Moment, seit wann ist es ein Fehler, einen Templer anzugreifen? Anruf bei Dr. Grammatica. Dr. Grammatica? Isabel, was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super, immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent Acosta. Kümmern Sie sich um Sie. Bewegung! Fangt Sie ein! Die mussten nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerung. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Geht's das nicht immer? Du könntest dich mal ein bisschen ordentlich anziehen. Aber Hemd in die Hose, ne? So schludrig läuft man hier nicht rum. Achso, stimmt. Zugfahrt. 1868. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Nö. Zugehört. Ui, pass auf. Verzeihen Sie, Sir.
Hey! Komm zurück, du räudiger Langfinger! Assassine lässt sich beklauen. Profi. Was zur Hölle? Wo ist der Kleine hin? Also. Ich glaube wirklich, einfangen können wir ihn nicht, oder? Fein, du kleiner Verbrecher. Behalt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ja, wen haben wir denn hier? Er schneidet dich die Zunge aus. Du schlägst einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Jetzt reicht es mir. Ich bring dich um. Nee, den anderen. Den anderen. Hallo. Den an... Ey, jetzt! Sag mal. Halt nicht! Ach, wir sollen einen Doppelfinisher machen. Ja, Spiel sagt das doch. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Danke, dass du geholfen hast. Nicht wahr? Nicht mehr seit wir zwei waren. Ich bin vor dir im Aussichtspunkt. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Wo genau müssen wir hin? Irgendwo da hoch. Okay. Wie cheatet doch bestimmt wieder. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Ey, ich hab gewonnen. Hat das Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Verliebt. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk. Die Gangs, die Industrie, seine Macht erstreckt sich über ganz London. Es gibt viel zu tun. Ich habe ihn schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Outbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edenspieler finden. Oh, also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Dann könnt ihr euch ganz London ansehen. Okay. Dann klettern wir halt einmal den Schornstein hoch. Weil das Spiel immer noch so funktioniert, dass wir uns synchronisieren müssen. Es gibt ja keine Karten. In dem Spiel. Oder kriege ich mittlerweile eine Map? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Habe ich eine Map? Ah, ich habe eine Map. Ah. Whitechapel. Okay, wir sind tatsächlich wahrscheinlich die ganze Zeit in London. Ja, mag ich. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat.
Whitechapel. Kein? Whee! Okay. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Nehmen wir lang. Die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. Oh, nehmen wir lang. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Verliebt. Henry Green wird es also nicht überleben. Oh, der Aufprall klingt zu fies. Knirsch, knack, zack, tot. Keine Mucks. Kaelok sucht nach mir. Wer ist Kaelok? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Zum Glück kleidet er sich so unauffällig. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Die Rocks. Also die Rooks. Oder die Rocks. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. So werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Cool. Kellogg's Gang ist in der Nähe. Henry, du hast es vermasselt. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Was? Braves Mädchen, wir müssen sie von Green weglocken. Bang, bang. Das gibt Ärger. Moment. Das war im ersten Teil mit den Kutschen oder im zweiten? Oder in Revelations? George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Stealth Kill Messengers. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starrick kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du mich das sagen. Man kann Kutschen fahren. Yeah! Okay, die Straßen sind ziemlich eng. Aus dem Weg. Ruhig. Aussteigen. Aber wir hatten die Kutsche so demoliert. Ach. Jacob ist kein guter Fahrer. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir Nein. Haben mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe? Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug.
Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang. Namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Die sollen uns kennenlernen. Exford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden. So sieht es aus. Einen Moment. Abracadabra. Wie geht's auch? Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. So, Evie wird da bleiben. Kontakte knüpfen. Netzwerken. Ja, machen wir weiter. Was haben wir denn? Okay, jetzt haben wir die London Map. Complete Conquest Activities to capture territory from the Blighters. Kill the Templar Crime Boss to conquer the Borough. Also das Viertel, ne? Okay, da ist Harold Drake. Eberline. Gang Stronghold. Oh, okay. Und to catch an urchin. Also wir haben hier so Guested Level von 2, da auch 2. 2. Der Templar ist bestimmt höher. Ne, ist auch Level 2. Was ist das da? Da haben wir einen Shop. Jacob Fry, da sind wir gerade. Jacob Fry, was ist das da? Social Collectible. Moment, discovered by Polk. Okay. Was haben wir für Nebenquests? Viewpoint, Fast Travel. Da sollten wir, dürfen wir, können wir noch nicht hin, oder? Ach, hier sind Activities, also ein Stronghold, ein Templar, Collectibles, es gibt goldene Truhen, es gibt normale Truhen, es gibt Zettel, es gibt Sterne. Wir haben ja dann nichts entdeckt hier. Wie entdeckt man denn das ganze Gedöns? Durch rumlaufen wahrscheinlich. So, was machen wir denn? Ich glaube, wir stromen. Wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Moment, was haben wir denn? Wir haben ein Inventar. Wir haben Progression Log. Inventar, Skills, da wollte ich nochmal hin. Wir haben nämlich 4 Skillpunkte. Und ich hatte irgendwas, was ich unbedingt... Ach, der Wallhack. Die Wallhack Eagle Vision. Ja, nehmen wir. Dafür müssen wir Level 2 sein. You find more control from every resource. Ah, okay. Mehr Loot, ja, nehmen wir. Ich will keine Kombos. Ich will wirklich. Sie mögen so mächtig sein, wie sie wollen. Ich will keine Kombos. Nee. Also da ist wieder ein Kombo. Okay, also alles, was hier mit wirklich Kämpfen zu tun hat. Massive Damage, okay. Kombo, wollen wir nicht. Ausweiten. Okay. Counter Boost. Lockpicking, das nehmen wir mit. Könnte nützlich sein. Ja, und wir sind Level 2. So, jetzt kann man eine Sache. Oh.
Hatschi. Boah, kitschelt das in der Nase. Okay, da brauchen wir jetzt zwei, um das zu kaufen. Da brauchen wir zwei, um das zu kaufen. Moment, komm mal. Das haben... Hä? Haben wir das nicht gekauft? Das haben wir doch vorhin gekauft. Oder nicht? Ah, mit mehr Leben ist immer gut. Moment, da gibt's jetzt noch Eagle Vision 3. Radio Eagle Vision increases and now shows enemies facing in the minimap. Ja, okay. Neben dem Wallhack gibt es noch den Map Hack. Dafür brauchen wir aber zwei. Okay, die bauen alle. Wir fangen nichts mit Combo an. Auf gar keinen Fall. Kann so mächtig sein, wie es will, ist. Nee. Aber mehr Leben. Das haben wir doch vorhin gekauft. Ich bin mir sicher, das haben wir vorhin gekauft. So, E-Store. Nee. Das machen wir nicht. Was haben wir denn mit dem Inventar? Waffen. Ein Kukri. Also die Stäbe, nein. Wobei. Cane Sword. Okay. Ja. Ich mag die Waffen. Besonders das Kukri. Ist zwar keine Axt, aber damit kommen wir auch zurecht. Und ich mag die Knucklebuster oder die Schlagringe. Den insbesondere gerade nicht. Den auch nicht. Oh, nee. Assassin Kukri. Das, nee. Allein das Design. Nee. Lass mich raten, umso weiter es runtergeht, umso teurer wird das Zeug, aber auch umso besser. Ja, sieht so aus. Okay. Moment, was haben wir denn noch? Ach du Schande. Wie zieht er den denn aus dem Ärmel? Es gibt Revolver. Wieso gibt man Jacob einen Revolver? Das kann nur schief gehen. Ach, wir haben Allzweckgürtel. Was macht der? Ach, Verteidigung und Stealth. Okay, aber gut, es gibt in unterschiedlichen Versionen, aber der gibt 9 Verteidigung und 9 Stealth. Ja, okay. Level 7, Level 5, Level 3. Level 3. Okay, da kann man auch noch weiter hoch. Level 7. Den könnte man kaufen für 500. Nehmen wir. Geht für beide, oder? Für Jacob und Evie. Boah, nochmal Hachi. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, das kitzelt in der Nase. Oh, Farben kosten extra. Grün. Kostet 1000. Was haben wir denn? Keine Farbe. Ubisoft Blau oder Teal? Na komm, wir nehmen Ubisoft Blau. So, Waffen. Wir können keinen Kukri kaufen. Wieso darf ich keinen? Ah, noch nicht weit genug in der Story. Okay, Kukri. Sehr schön.
Okay, hier kann man auch so durchgehen. Jetzt hat man gerade Progression Lock. Ja. Ich will noch ganz kurz bitte durch die Welt stromern. Switch Characters, Present, Open Main Menu and du switch between Eevee. Man kann selber wechseln. Eevee favor the stealth approach. Where I copy smoke. Eevee was share money, XP und rewards, but have separate gear and skills. Okay, Moment. Ah. Wieso? Mit ihr haben wir noch kein Lockpicking. Okay, also können wir in den Leveln nicht zwischen den beiden wechseln, kann das sein? Also so in der Open World jetzt war kein Problem, aber wenn wir in der Mission drin sind, dann nicht. Gibt es was zu tun? Oh, die sind jetzt auch schon Level 2 da. Greifen die uns an? Ja. Okay. Okay, also die kennen uns schon. Moment, ich mag gerade ein bisschen mehr mit Jacob spielen. Ich mach das. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich wirklich hin will. Eigentlich alles. Den Stronghold. Wir gehen mal dahin. Das scheint eine Nebenquest zu sein. Oh. Pass lieber auf, sonst ist es blitzschnell vorbei. Den müssen wir direkt gelootet haben, oder? Ich glaube ja. Was ist das? Ein Skillpoint. Lalalalala. Einfach nur, weil ich da was mitgenommen habe. Okay, also Jacob hat jetzt wieder ein Skillpoint. Jetzt, achso. Wechseln wir mal ganz. Nein, ich will im Menü bleiben. Sie hat jetzt auch einen. Das muss ich mich entscheiden, mit wem ich Skills investiere, aber sie hat doch jetzt auch Kidnap. Ah, kidnappen kann man noch gar nicht. Moment. Sorry, ich muss gerade mal ein kleines bisschen ausprobieren. Naja, die Skills werden geteilt. Also ich verstehe nicht, wieso wir vorhin den Health Boost nicht gekriegt haben, den ersten, weil ich bin mir ziemlich sicher, wir haben den jetzt zweimal gekauft. Mach mal Platz, Eevee. So, der Wallhack funktioniert. Das heißt, ja, den da sehen wir. So, ich bleibe jetzt aber fern, weil ich will jetzt nicht gerade noch eine große neue Quest anfangen. Ich will jetzt aber nur ganz kurz ein bisschen durch London stromern, weil, ich wollte gerade sagen, wir haben noch 5 Minuten. Nee, wir haben keine 5 Minuten mehr. Da ist auch irgendwas drin. Eine Glocke. Was heißt denn die Glocke? Was ist das? Ein Helix-Glitch. Was bedeuten die Glocken? Ah, Helix-Glitche sieht man da gerade links, haben wir 12. Die Glocke ist wahrscheinlich irgendwas, um die Gang zu alarmieren. Okay. Okay. I like it. So, einmal Fast Travel. Ich glaube, dann wird wieder gespeichert. Hoffe ich.
Einmal dahin. Ja, jetzt wird gespeichert. Wo schicke ich euch denn heute hin? So. Zum üblichen Verdächtigen. Da haben wir gleich noch. Ah, okay. Gut. Moment, ich stelle mal ganz kurz um. Auf hier. So, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Dasein, fürs Reinlurken. Und mit dieser wunderschönen Musik schicke ich euch rüber zu dem guten Oompa Loompa. Ich wünsche euch einen Donnerstag, aber schon einen wunderschönen Donnerstag, einen wunderschönen Thorstag. Aber ich will eigentlich gerade nicht dazwischen quatschen. Das heißt, wir lassen noch ganz kurz die Musik laufen. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut, tut nichts, was ich auch tun würde, und wir sehen uns morgen früh von kurz nach 4 bis 5:30. Ciao.